So, jetzt ist es ja auch wieder tatsächlich ein bisschen entspannter. Also hier sind jetzt, glaube ich, gerade erstmal keine Feinde. Ich habe keine Ahnung mehr, wofür man das bräuchte. Komme ich hier auch wieder hoch? Gut, that sounds amazing. Ich liebe es ja, dieses Wort. Ich weiß nicht warum. Ja, Lara, guckst dir genau an. Hier wurdest du mal an Land gespült und dann wurdest du entführt. So ist es nämlich. Oh. Ich glaube aber, das wird erst später. Mann, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Also ich bin mir zu 100% sicher, dass wir da später noch hingehen. Und den Rest sehen wir dann, denke ich mal. In den letzten 70 Jahren kein Weltkrieg gestartet, klingt nach einer guten Bilanz, kann nicht jedes Land von sich behaupten, das stimmt. Das ist natürlich richtig. So, Lara, die Leichenschänderin. Hügelgrabräuberin, ja, wow. Ich wünschte, ich könnte schockiert tun, aber ich bin's nicht. Jetzt ist Lara auch noch Minenräumerin, so kennt man sie. Ist das nicht ein Grab gewesen? Ja. Ah, stimmt, das können wir noch nicht. Stimmt, stimmt, stimmt. Das können wir auch noch nicht. Ich denke mal, wir sollten jetzt als erstes einfach erstmal mit den Typen reden. Oh, denn wir können hier gar nicht mehr so viel machen. Wir brauchen halt Werkzeuge. Ich spoilere mal nichts. Hier hört man schon irgendeinen Anlasser am Eskalieren. So, hier haben wir ein Camp. Ich setze mich hier einfach mal hin. Wir haben eine Fähigkeit. Oh, Moment, ich möchte das Schrotflintending haben. Ich erinnere mich noch, dass das auch sehr eskalativ war. Und weil das Spiel auch schon so eskalativ ist, glaube ich, sollten wir dem Ganzen mehr Raum geben, indem wir einfach mit eskalieren. Und einfach irgendwelchen Leuten mit einer fucking Schrotflinte die Fresse polieren. Ich lieb's ja. Ross, ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Aha.
Wir haben ja keine anderen Probleme. Reyes hatte recht, ich war naiv und Menschen wurden verletzt. Ich werde dafür sorgen, dass sie wieder nach Hause kommen. Sehe ich nicht ganz so, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, als ob hätte, also als ob das so Laras, als ob sie so wusste, was hier alles passiert, dass hier einfach irgendwelche Irren sind, die absolut eskalieren und so. Ich denke nicht. Ich glaube nicht, dass das Laras Plan war. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Panir, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panias grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn es zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Pania. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Gar nicht merkwürdig oder so. Jonah hat wahrscheinlich als erster von uns daran geglaubt, dass diese Insel verflucht ist. Ich muss einen Weg finden, sie alle von hier wegzubringen. Ach, Lara. Selbstkritik schön und gut, aber du übertreibst es ein kleines bisschen. Anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilft auch Jonah da drüben. Scheiße. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da hinten. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. Ja, da haben wir wohl wieder einen neuen Auftrag. Können wir jetzt nicht mit den allen reden? Okay, ich montiere das alles ab und bereite die Maschine für den Flaschenzug vor. Kann ich auch? Okay, das geht jetzt wohl noch nicht. Auch wieder sehr nett. Steh einfach nicht im Weg rum. Weiß ich nicht. Ich finde sie fast unsympathischer. Jetzt auch, wo wir ihre... Wow. Jetzt auch, wo wir ihre Gründe gehört haben, finde ich sie... Weiß ich nicht, es rechtfertigt nicht so eine Unfreundlichkeit für mich. Sei ruhig, Matt, kein Problem, aber... Das wird uns jetzt alle nicht weiterhelfen. Komische Frau. Naja. Auf einmal sagt sie, ich bin froh, dass du dich uns anschließt. Ja, Ich hoffe, das meint Lara nicht so. Ein Panzer. Das würde Lara stehen. Dann hätte sie wieder neues Material zum Eskalieren. Das Spiel ist halt wirklich einfach so, es ist so voll mit Action und so voll mit Eskalation. Und dieses Schiff auch. Was ist das? What the fuck? Oh Mann. Ich stelle einfach keine Fragen mehr. Das habe ich gelernt. Aber eigentlich schon ziemlich cool.
Ich meine, was hier alles liegt, da muss einem doch eigentlich klar sein, dass es vielleicht nicht so einfach ist, abzuhauen. So, hier ist einfach ein portugiesisches Schiff. Die Portugiesen kamen bestimmt nicht auf die Idee, von hier abzuhauen. Die fanden es hier so geil, die sind direkt geblieben. Am Abend. Ich weiß ja nicht. Du brichst schon mal nicht auf, das kann ich dir sagen. Und du auch nicht. Uhu. Natürlich. Selbst hier randaliert die Gute. Ich würde immer wieder gerne sagen, ich bin schockiert, aber ich bin es einfach nicht. Ja, so ist es. Moment, wir müssen das natürlich direkt ausprobieren. Ist das ein bisschen übertrieben? Ja, das ist es. Aber es ist trotzdem lustig, würde ich sagen. Deswegen gar kein Problem. Auch hier die absolute Eskalation um Lara rum. Sie guckt sich das erstmal an. Am chinesischen Kaiserhof benutzt. Eine kleine Gravur deutet darauf hin, dass es Eigentum eines kaiserlichen Botschafters war. So, die beiden Keks sind wir dann auch los. Puh. Man sieht es ja auch von hier aus gar nicht, dass da hinten ein Feuer brennt und dass da voll das fette Camp ist und so. Nö, nö. Alles super. Ich glaube, jetzt können wir mit allen reden. Oder erstmal mit ihm. Ich weiß es nicht. Ja, doch. Danke. Alex müsste längst zurück sein. Hilfe! Dr. Whitman! Jonah! Hilfe! Dafür bekommt er keinen Oscar.
viele sind es? Ich weiß nicht. Sind sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe sie wohl verschreckt. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt ist es mir auch völlig egal. Ja, das wirst du wohl noch bereuen. Hey, noch ein Wort und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner Faust. Stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir. Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren, okay? Ich sehe nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück. Wie zickig sie ist. Lara, warte. Hier, nimm den Bogen. Ich habe ihn gefunden und für dich aufbewahrt. Er hat Kraft. Ich schätze, der kann alles durchbohren. Danke, Jonah. Uhu. Ja, damit sind wir hier jetzt auch mal wieder durch. Wir reden jetzt noch einmal kurz mit allen, Lara, einfach weil das geht. Die Endurance liegt auf der anderen Seite dieser Klippen. Wahrscheinlich kannst du den neuen Bogen auf dem Weg gut brauchen. Vielleicht über die Felsen bei dem Dock. Irgendwelche Anzeichen von den Plünderern? Nein, es ist ruhig. Wenn sie da wären, wüsste ich nicht, worauf sie warten. Wenn sie da wären. Lara, ich weiß, du traust Whitman nicht. Aber wir müssen jetzt zusammenhalten. Er ist durch das alles sicher überfordert. Aber ich glaube nicht, dass er uns verraten würde. Hoffentlich hast du recht. Alex ist zu lange weg. Ich hätte ihn nicht alleine gehen lassen sollen. Du solltest aufbrechen. Du musst Alex finden. Hast du was gefunden, um dich abzulenken? Eine alte Ausgabe von Robinson Crusoe. Grausame Ironie. Naja, am Ende entkommt er von der Insel. Nehmen wir das als gutes Zeichen. Und so erkennen wir nie den wahren Status unseres Zustands, bis er durch sein Gegenteil verdeutlicht wird. Und können nur schätzen, was uns gefällt, wenn wir es nicht haben. Wir werden das hier doch überleben, oder, Lara? Aber natürlich, meine Liebe, natürlich. Mach dir darum mal keine Sorgen. Ruh dich aus. Lara bringt Alex zurück. Dann werden wir... Was haben Sie gesungen? Ich will jetzt wirklich nicht reden, Lara. Geh, finde Alex. Lara, ich hoffe, du verstehst mich. Oben im Palast konnte ich nichts für euch tun. Das sagten sie schon. Also, ja, ich kann jetzt nicht reden. Ich will festhalten, was ich hier sehe. So viel faszinierende Geschichte und Kultur. Was? Wirklich, Lara, ich muss mich konzentrieren. Da ist jemand ein kleines bisschen abgefuckt von uns, woran das wohl liegt. Hallöchen. Wenn alles aufgebaut ist, können Jonah und ich die Maschine rausheben und die Reparaturen durchführen. Ich brauche mein Werkzeug. Was du auch tust, bring es zurück, Lara. Na los, steh hier nicht rum. Geh zur Endurance und hol mein Werkzeug. Da ist aber jemand unhöflich. Du kannst auch selber gehen. Vorher meinte sie doch noch, Alex kann auf sich selber aufpassen. Wie unsympathisch will jemand sein? Sie? Ja. Ich mag sie wirklich nicht. Ich möchte da wirklich selber nicht so böse klingen, aber sie ist einfach so unsympathisch. Mit dieser Meckerei und Zickerei immer. Oh.
Ich habe für vieles Verständnis, für viele Notsituationen, so ist es nämlich, aber deswegen muss man kein Arsch sein. So, neues Spielzeug. Ich denke mal, das mit Alex schaffen wir jetzt noch. Ich will ja so bis 0 Uhr streamen heute. Und dann, dann mache ich Schluss. Okay, Reyes, ich nähere mich der Endurance. Was genau brauchst du? Alex, da bist du. Wir waren schon besorgt. Ich brauche ein Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay, wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Lara? Nein, nein, ich schaff das. Ich gehe jetzt rein. Ab jetzt Funkstille. Alex, was machst du da? Ja, so ist es. Angesenkt. Was ist wohl deinem Besitzer zugestoßen? Auf dem Schild ist ein Name. Millie. Tja. Ungünstig, ungünstig. Okay. Ich wusste es. Wurde das wirklich als Kopfstütze benutzt oder gehört es zu einem größeren Bildhauerwerk? Ich werde es herausfinden, falls ich je von hier wegkomme. Du kannst ja ausprobieren. Ein kleines Schläfchen. Und schon weißt du, wie es aussieht. Noch ein neuer Bogen. Interessant, interessant. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, hier wäre noch was gewesen. Fragt mich nicht, warum. Wow. Danke für nichts. Ich hoffe, das kommt noch, sonst fühle ich mich gleich wieder richtig dämlich. Also noch mehr als sonst. Hier war ich, oder? Ja. Jeden Teil ist nämlich der Bums. Ja gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal und gucken. Ja, ich will hier nochmal gucken. Das haben wir. Och, kompliziert. So, einmal hoch da und jetzt nehmen wir hier die Rutsche. So, wir müssen Lara ja auch mal ein bisschen Spaß gönnen. Ich weiß nicht, welcher Weg der schlauere war. Plünderung. Ja, das mit dem Feuer war ein bisschen dämlich. Ja, wohin hat dich dein Feuer gebracht, hm? Ins Jenseits. Ach man, wieso ist er abgestürzt? Ach man. Wo soll ich lang gehen? Ich weiß es nicht.
Jetzt erstmal hier lang. Das sieht für mich nach dem richtigen Weg aus. Das mag ich nicht. Was ist der richtige Weg? Wo sind die ganzen Kinder hin? Noch ein Name, vorsichtig ins Holz geschnitzt. Coco. Tja. Hallo? Ja, Lara, kein Problem. Stürzt ruhig komplett ab. Das kann man mal machen. So. Und schon sind wir wieder oben. Ich weiß nicht, ob die Hilfe noch kommen wird. So, ich überlege, sollen wir schon in das Grab gehen? Ich würde sagen, ja. Wenn wir schon hier sind, was kostet die Welt? Ich nehme die Hälfte, so ist es. Die Form dieser Stütze scheint etwas bequemer zu sein. Looking forward to sleeping. Not really today, because tomorrow I have to get up at 9, so I think that's okay. So I think the stream is going to end at 12. And then I'm going to bed at 1, I think. So. Morgen habe ich Glück. Was ist das? Ach so, das ist der Rückweg. Hm. O'clock my time. I don't think so. I think this will be 11 o'clock your time. Da ist ein Bild von zwei Mädchen. Diese Brieftasche gehörte einem Vater. Die Namen auf dem Bild: Millie und Coco. Ich habe ihr Spielzeug gefunden. Was ist mit dieser armen Familie passiert? Ein Flugzeug. Ich würde sagen, die sind hier abgestürzt. Das könnte gut sein. Why not? Because this will be 1 o'clock in Germany, so that's a little late. And I have to do tomorrow's Resident Evil thumbnail. Yes, that's called time difference. Now, please. Really? I never expected that.
Stream until 12 a.m. UK time. I don't think so. Der Strom ist noch da. Wie kann das sein? Yes, it's a big shock to you. Yes, it is. Totally. I'm really surprised right now. Das sieht doch noch schick aus. So, okay. Ich glaube, wir brauchen einfach das Ding hier. Kann das? So, okay. Von hier aus kommen wir jetzt schon mal hier rauf. Ah, das brauchen wir noch ein bisschen näher. So, okay. Da ist etwas im Wasser drin. Das bedeutet, wir sollten das eventuell rausziehen. Dann haben wir mit ganz viel Glück einmal einen Moment keinen Elektroschock. Und schon ist es wieder drin. Können wir das nicht kaputt machen? Anscheinend nicht. Ich wäre ja für kaputt machen gewesen. Ich sag's, wie es ist. Bin ich gerade blind? Ich vermute, wir müssen jetzt das Ding irgendwie hierher ziehen oder so. Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. Jetzt macht es Sinn. Damit bin ich zufrieden. You know you want to stay until 12 a.m. UK time. I don't think so. I'm not sure about that. Das ist eine gute Frage. Why? Because if I'm gonna stream until 12 UK time, we are finishing Tomb Raider today and I don't want to finish this today. I have some plans for tomorrow's stream. 600, ich würde noch sagen. Wow, ich drücke hier die ganze Zeit und nichts tut sich. Please finish it today, no. No, 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 no. That's not a good idea. Finish it today, then we play another game. Another Tomb Raider game. Ja, natürlich auch will ich hier den Schalldämpfer haben. This isn't allowed to be Resident Evil or Tomb Raider. This isn't allowed to be Re or Tomb Raider. No?
It's not. Waren wir hier drin? Bin ich gerade dumm? Ach so, ja, das ist der Ausgang. Okay, ich bin... But maybe tomorrow we gonna start with GTA 5, the game that you love so much. So ich muss das halt morgen erstmal abmischen, aber dann machen wir das, denke ich, morgen. Play GTA 5 in English. In fact, this is English. There's no German voices and stuff. So. You have to play GTA 5 in English. You just have German subtitles. Jetzt bin ich plötzlich hier. Frag mich nicht warum. Played in German, which means my German improves, but the text messages are in German. Yes, that's true, and this is very good. This is very good for you to practice German. I'm just playing this in German because you have to study in German, so yes, I'm just do it for that reason. Only for you. Ich schwöre, nur deshalb. Es hat keinen anderen Grund. Sure you are. That's what I'm saying.